Gesundheit. Was ist denn nun die Gesundheit? Nur die Abwesenheit von Krankheit? Oder ist sie das Natürlichste von der Welt, wenn man sich nur naturgemäß verhält? Das heißt, bekommt man sie nur, wenn man wirklich lebt, Natur pur? Und was bedeutet Natur pur im normalen Alltag nun eigentlich? Dass du konsumierst, was du für dich gedacht, zum Beispiel keine Milch. Und natürlich heißt es unter anderem auch, dass du dir nichts Denaturiertes haust in den Bauch. Also mit einer gesunden, naturidentischen Lebensweise wirst du uralt, sowie quicklebendig und auch noch weise. So behaupten jedenfalls viele von Bourgets Instinctus. Die sollten es wissen, denn sie leben schon ganz groß. Oder sind das nur intellektuelle Spinner? Keine gesunden Gesundheitsgewinner? Und ist Gesundheit doch ein Stück Glück? Die Summe von Schicksal und Geschick? Und kann man ruhig einmal über die Stränge schlagen und so richtig reinhauen, bis einem übel wird im Magen? Und ist nur ein richtiger Mann, der Currywurst vertragen kann? Oder ist die Gesundheit doch eine ganz wichtige Sache, die ich bekommen kann, wenn ich weniger Fehler mache? Oder ist die Gesundheit auch ein Mysterium, das manche Ärzte treibt ins Delirium? Weil sie immer wieder glatt vergessen, dass sie auf Krankheit sind versessen. Denn Gesundheit ist nur eine Informationsaufgabe. Sie sitzt zwischen den Ohren wie beim Rabe. Der weiß, was Gesundheit ist, bis sie der Adler frisst. Oder was ist Gesundheit?